Jetzt eine Runde Zelda. Cooles Teil. Jetzt die Brücke. Voll ins Schwarze. Ja! Yeah. Wii U. Die neue Konsole mit dem Gamepad ist da. Nur von Nintendo. Hallöchen, ich werde nun versuchen, euch etwas genauer die Wii U zu erklären. Die Wii U ist die neue Heimkonsole von Nintendo. Sie umfasst das Gamepad und die Konsole. Sie hat viel mehr Leistung als die Wii und ein wenig mehr Leistung als die PlayStation 3 und Xbox, da die CPU zwar etwas schwächer ist, aber die Grafikkarte viel stärker. Rot umkreist sehen Sie das Blu-ray-Laufwerk, welches nur Spiele abspielen kann. Gelb ist der SD-Karten-Slot und in blau-grün oder azul die USB-Anschlüsse, die vorne und hinten jeweils zweifach verfügbar sind. Hinten in dunkelblau der HDMI-Anschluss und in lila-violett der SCART- oder Komponentenanschluss. Außerdem kann man, Scherz von Nintendo, die Knopfzellenbatterie auswechseln, das sollte etwa alle 10 Jahre der Fall sein. Die Grafik der Wii U ist denen der PlayStation 3 und der Xbox 360 leicht überlegen, was sich in Zukunft allerdings noch bessern könnte. Besonders hervorstechend sind dabei die Auflösungen von Assassin's Creed, wie in diesem Screenshot, oder Black Ops in diesem Screenshot. Um euch das Tablet vorzustellen, hier noch ein Trailer. Oh oh, der Blick sagt alles. Ich würde jetzt gern fernsehen. Nimm dein Gamepad. Danke, Schnucki. Schnucki? Hä? Wo geht's weiter? Wii U. Die neue Konsole mit dem Gamepad ist da. Nur von Nintendo. Das Wii U Gamepad mit seinem 6,2 Zoll resistiven Touchscreen erlaubt es der Wii U nicht nur unabhängig vom Fernseher zu funktionieren, sondern auch neue Gameplay-Arten wie zum Beispiel immersives oder asynchrones Gameplay, wo ihr zum Beispiel verschiedene Spieler verschiedene Perspektiven aus Spiel betrachten können. Außerdem dient es zur Darstellung von Maps oder Inventaren. Es ist ebenfalls ausgestattet mit 2 Analogsticks, Schultertriggern, Schultertasten, vielen Knöpfen, einem tollen Homebutton und einem NFC-Chip und Bewegungssensoren. Der Akku hält durchschnittlich etwa 4 Stunden durch, ist leicht zu ersetzen, auch durch ein größeres Modell. Als nächstes zeige ich Ihnen den Wii U Chat. Hi, Reggie. Hi, Mr. Iwata. How are you today? I'm very good. How are you? Yeah, fine, thank you. Die Wii U erscheint hierzulande im weißen Basis Pack mit 8 GB Speicher und keinem Spiel und im schwarzen Premium Pack mit 32 GB Speicher, Nintendo Land, Nintendo Premium Account und einigen anderen Goodies. Ich empfehle, die Wii U in Frankreich zu bestellen, da sie dort im Durchschnitt etwa 30 Euro billiger ist. Das ist jetzt mein persönlicher Geheimtipp an euch. Auch die Spiele sind in Frankreich ein gutes Stückchen billiger, also würde ich euch empfehlen, mal dorthin einen Blick zu werfen. Und zuletzt schmeißen wir noch einen Blick auf den Internet Explorer. Ciao!